herzlich willkommen zur Unglücksfolge Nummer 13 von Digital Upgrade. Ich bin der Basti. Und ich bin der Tino. Und wir haben uns heute das tolle Thema Podcasting ausgesucht. Ja. Ich meine, ihr hört und schaut den Podcast von uns, vielleicht auch mehrere, aber die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht podcasten. Aber vielleicht möchten sie ganz gerne. Und daher haben wir dieses Thema für diese Show gewählt. Genau, es ist im Endeffekt ganz einfach. Aber bevor wir jetzt zum Thema kommen, sagen wir nochmal ein, zwei Sachen zu unserer Webseite. Die hat sich nämlich deutlich verändert. Wir haben nämlich jetzt ein Forum für euch, wo ihr zum einen Anregungen reinposten könnt. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn ihr mal das und das in eurer Show zeigt. Oder natürlich auch Beschwerden, wie ihr nehmt zu viele englische Wörter in eurer Show her. Genau, und ihr könnt auch über die einzelnen Shows diskutieren, also alles gar kein Problem. Und wenn ihr da Fragen stellt, wir beantworten das natürlich. Das heißt, es ist natürlich besser, ihr postet das ins Forum und wir antworten drauf, wie wenn ihr uns E-Mails schreibt, weil so bekommen andere Leute auch was mit. Und wir müssen halt eine E-Mail nicht mehrfach beantworten oder der eine oder andere, der sich vielleicht gar nicht traut, die E-Mail zu schreiben, der kriegt so auf jeden Fall die Hilfestellung, die ihm sonst fehlt. Genau. Außerdem haben wir noch was auf der Webseite. Ja, es läuft noch immer unsere Bewerbung zum Praktikanten. Wir haben mittlerweile auch schon eine weibliche Praktikantin als Bewerberin. Also Mädels, haltet euch ran. Vielleicht schafft ihr es auch noch, euch bei Frapper anzumelden, wenn ihr unsere Show mögt. Dann wissen wir auch, wo ihr herkommt. Genau. Soviel zur Webseite. Und wir steigen ein in unser diesmaliges Thema, das, wie schon gesagt, Podcasting ist. Und wie genau funktioniert denn so ein Podcast? Ja, also zum einen, man kann im Internet unheimlich viel über Podcasting erfahren. Wenn man da ein bisschen rumsurft, gibt es gute Seiten wie podcast.de. Genau, sehr, sehr gut. Also da findet man auch wirklich alles zum Thema und da findet man auch Programme dazu, wenn einem jetzt noch irgendwas nicht passen sollte. Also das ist eine sehr, sehr, sehr gute Quelle auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, auf gut Deutsch, man überlegt sich ein Thema, über das man quatschen möchte, so wie wir zwei Haudegen. Wir haben uns halt Technik ausgesucht. Ihr redet vielleicht über eure Liebeserfahrungen. Wer weiß. Oder über euren letzten Termin beim Friseur oder wieso ihr Thomas Hermanns im Café Freiheit getroffen habt. Zum Beispiel. Gut, die Idee macht natürlich den Podcast nicht aus, weil die Idee ist im Kopf gespeichert und da bleibt sie auch. Was muss ich machen, um es irgendwie zu digitalisieren? Genau, also wir blenden euch jetzt gleich mal ein Bildchen ein, damit das ein bisschen visualisiert wird. Und zwar haben wir auf der links oben die Alice, die heißt halt so, zumindest haben sich das die Leute vom Podcast.de ausgedacht. Und die Alice macht einen tollen Podcast und nimmt den über ihren Computer auf mit einem Mikro. Das ist zum Beispiel sowas in der Art. Das ist im Endeffekt ein ganz normales Headset, Skype zertifiziert wahrscheinlich sogar. Und man steckt sich das ans Ohr, so wie ich das mache, wenn man es richtig rum hat. Sieht verdammt cool aus. Wird gleich von allen Leuten als Mitglied der Borg identifiziert. Und ja, wenn man jetzt keinen Mikrofoneingang an seinem Rechner hat, sondern wie zum Beispiel hier in dem MacBook Pro nur einen Line-In-Eingang, dann würde man von dem Mikrofonsignal nichts hören, weil es zu leise ist. Und dafür gibt es diese kleinen tollen Sachen. Das ist eine USB-Soundkarte. Und die steckt man in seinen USB-Port und hat einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörerausgang. Wer zeigt mir recht, die Qualität nicht? Der kann natürlich noch ein bisschen mehr Geld investieren. Genau. Und zwar kann man sich zum Beispiel dieses Mikrofon hier kaufen. Oder ein anderes. Das ist in dem Fall jetzt ein Mikrofon von Samsung. Also nicht Samsung, sondern Samsung. Läuft darüber ein USB-Port. Das heißt für euch, ihr braucht diese USB-Soundkarte nicht. Genau, das ist der Vorteil. Also man steckt einfach unten das USB-Kabel ein, steckt es am Rechner an und das Ganze wird als Mikrofon erkannt und man kann es sofort benutzen. Die Qualität ist halt sehr gut, dass ein Kondensatormikrofon ist. Wer halt noch ein bisschen mehr Geld dann investieren kann, kann dann noch so einen Plopfilter davor, das ist dann so eine runde Scheibe. Sieht dann aus wie bei den von Popstars. Star Search, keine genau. Ahnung. Genau, so sieht das Ganze dann aus und funktioniert halt auf jeden Fall sehr gut. Kostet halt, also dieses Mikrofon kostet halt 80 Euro. Ohne den ganzen Ständerkram und alles andere. Aber es lohnt sich. Also wer das Ganze ein bisschen größer betreiben will, der sollte sich auf jeden Fall sowas zulegen. Für jeden, der es nochmal ausprobieren möchte oder noch ganz am Anfang ist, reicht ein Headset auf jeden Fall auch. Richtig. Gut, dann haben wir das Ganze mal aufgenommen. Und jetzt muss es natürlich auch irgendwie ins Netz. Es muss irgendwie publiziert werden. Dafür gibt es natürlich zum einen, man kann es auf irgendeinen Webserver hochladen, was am schlauesten ist. Man nimmt sich irgendeinen Webspace, legst da hoch oder man hat einen Sponsor, so wie wir.
Genau. Da wir vom Traffic her sonst nicht hinkommen das würden. Das ist wohl absolut richtig. Und ja, da liegt es dann erstmal ganz schön. Aber wie kommt es jetzt zu den Leuten? Ja, dazu braucht man noch eine extra Datei. Also man hat einmal diese App mit da jetzt hochgeladen, wie Dino schon gesagt hat. Und dann braucht man noch eine extra Datei, und zwar ein RSS-Feed. Und ein RSS-Feed ist im Endeffekt eine XML-Datei. XML steht für Extensible Markup Language. Das ist sowas wie HTML. Nur ist das halt was Neueres. Und im Endeffekt ist es eine Beschreibungssprache. Das heißt, man kann mit dieser Datei eine bestimmte Struktur oder bestimmte Daten einfach beschreiben. Und in dieser XML-Datei, was im Endeffekt eine ganz normale Datei ist, gibt es eine Besonderheit bei Podcasts. Und zwar ist das sogenannte Enclosure. Und im Enclosure wird eine Mediadatei deklariert. Das kann zum Beispiel sein irgendein MP3-File oder ein MP4, was auch immer. Oder halt ein Video, wie wir es halt machen. Und somit kann man jetzt mit seinem Podcatcher, da gibt es zum Beispiel iTunes. Genau, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall der einfachste Podcatcher in dem Fall. Der liest diese Datei aus und sagt, oh, es gibt ein neues Item in dem Fall, also einen neuen Eintrag, und lädt dann automatisch die Show runter. Gut, das Problem, was man jetzt natürlich hat als beginnender Podcaster, ist, man kommt in iTunes nicht von nichts auf nichts rein. Also bei den meisten Seiten muss man sich anmelden, wie bei podstar.de muss man sich registrieren, oder man schickt bei iTunes, hier gibt es ja diesen Button, Podcast hinzufügen oder genau, ja, sowas. Keine Ahnung. Das müsst ihr natürlich machen, das macht keiner für euch. Und da deklariert ihr dann auch eure XML-Datei, damit der RSS-Feed gut verwaltet wird. Genau. Und also ihr sagt dem iTunes halt, wo die Datei liegt. Die müsst ihr dann mit einem extra Programm generieren, da gehen wir später noch drauf ein, und das Ganze dann hochladen. Also keine Angst, ihr müsst da nicht per Hand im Editor irgendeinen langen Quellcode hacken. Also das geht alles wirklich mit ganz einfachen Werkzeugen, ganz leicht von der Hand. Und ja, darauf gehen wir nachher weiter ein. Und jetzt kommen wir diesmal, bevor wir mit irgendwas anderem anfangen, zu unseren Show-News. Und ja, es geht los mit dem ersten Thema. Die Endanwender sollen Windows Vista RC1 testen dürfen. Leider wird der Release-Kandidat 1 nicht so wie die Beta 2 für alle zugänglich sein. Nur für die Erlesenen, die es geschafft haben, sich bei dem Customer Preview-Programm von Microsoft für die Beta 2 zu registrieren. Alle die es geschafft haben, sich dort zu registrieren, bekommen auch die Möglichkeit, den Release-Kandidat 1 downzuladen. Doch leider gibt es noch keine genauen Informationen, wann das sein wird. Das heißt, abwarten. Und mir fällt gerade ein, die Worldwide Developers Conference ist auch gerade erst zu Ende gegangen, oder nicht? Das stimmt. Und was bietet sich mehr an, als wenn wir gerade von Microsoft Tools reden? Apple hat neue Sachen vorgestellt. Damit der Nachfolger von Vista auch wieder tolle Funktionen integriert haben wird, hat Apple neue Produkte vorgestellt. Als allererstes haben sie aber Hardware vorgestellt, und zwar ist das der Mac Pro, der Nachfolger des Power Mac G5. Der sowas von abgehen wird. Oh mein Gott, also auf jeden Fall bis zu einem Quad-Core-Intel-Rechner mit bis zu 3 GHz. Und das Interessante ist, also ich habe es selber mal konfiguriert, verglichen mit einem Dell-Produkt. Es ist völlig egal, wie man ihn konfiguriert, und sobald man sich was Gleichwertiges von Dell konfiguriert, also was 100% Gleichwertiges, ist der Dell-Rechner teurer. Also, dass Apple-Produkte teurer sind, das ist einfach mal ein Märchen. Gut, wobei wir ja jetzt sagen, wir bewegen uns hier nicht in der 1.000 bis 2.000 Euro Sparte. Nein. Wir reden hier von Preisen zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Naja, sagen wir, es fängt bei 2.500 Euro an. Aber es sind halt auf jeden Fall Hochleistungs-Workstations, die auch nicht jeder Anwender braucht, sondern wirklich nur die Power-User. Außerdem wurden die X-Servs vorgestellt, für die meisten natürlich nichts Besonderes, weil es halt einfach Server sind und ja, viele Leute diese einfach auch nicht nutzen werden. Des Weiteren wurden natürlich auf der Conference in der Keynote-Presentation vorgestellt Bilder von Leopard. Wir alle warten ja mit Spannung drauf, wann wird endlich mal was rausgegeben. Aber jetzt haben wir einen ersten Einblick bekommen und wir Apple-User sagen, geil. Das wird der Hammer. Also es wurden Produkte vorgestellt wie zum Beispiel Time Machine, ein 3D-Backup-System, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, oder Spaces, sowas wie der Virtual Desktops. Also alles unglaublich spacige Sachen. Und ja, wie gesagt, viele Sachen werden wahrscheinlich in Redmond kopiert werden. Und aus diesem Grund hat Apple auch ganz viele Sachen einfach nicht vorgestellt. Haben sie auch vorher gesagt, wir stellen vieles nicht vor, damit
Microsoft da nicht kopieren kann. Vielleicht haben sie auch unseren Sketch angeschaut. Wir wissen es nicht. Wer weiß es genau. Der nächste Punkt ist, Mozilla verschiebt Firefox 2.0 Beta 2 noch weiter nach hinten. Ja, leider verschieben auch andere Firmen, nicht nur Microsoft, ihre Produkte nach hinten. Die Firefox 2.0 Beta 2 wurde ursprünglich für den 8. August angekündigt und wird jetzt wohl voraussichtlich erst am 26. September rauskommen als finale Version. Das liegt aber nicht daran, dass die Urlaub machen oder weil der Sommer so schön ist, sondern aus Gründen von Qualitätssicherung und Bugfixing wird einfach die Version ein bisschen nach hinten verschoben. Also keine Angst, der Firefox ist nicht gestorben, so wie WinFX. WinFS, er wird kommen. Aber währenddessen die Jungs von Mozilla ein bisschen länger brauchen, waren die Jungs von Ubuntu recht fleißig und haben eine neue Version der Linux-Distribution rausgebracht. Unser Lieblings-Linux wurde geupdatet und diesmal keine große neue Version, sondern nur eine 6.06.1 Version, also nur so ein kleines, ja, kleines Service Pack, würde ich jetzt fast sagen. Und es ist nach wie vor eine LTS-Version, also mit Long-Term Support. Das heißt, man hat mindestens 3 Jahre weiterhin Sicherheitsupdates und den ganzen Spaß. Die Jungs von Canonical haben 300 Bugs behoben. Und ja, der GNOME Desktop ist jetzt auch aktualisiert worden auf die 2.14.3. Und ja, man muss jetzt keine neue Version herunterladen und nochmal neu installieren, sondern wer jetzt die 6.06 Version, also Debug Direction, installiert hat, so wie wir das in der Server-Installationsshow gezeigt haben, der kann das über den Paketmanager einfach neu einspielen. Das wird einem dann angeboten und man hat dann die aktuellste Version auf jeden Fall, ja, installiert. Und wenn es um Installieren geht, was installiert man noch? Software? Richtig. Genau. Und um wieder zu unserem Thema zurückzukommen, wie nehme ich irgendwelche Audio-Sachen auf, bieten sich natürlich Audio-Tools an. Denn diese schönen Mikrofone arbeiten auch nicht von alleine. Das ist richtig. Genau, wir haben uns mal für alle drei Plattformen ein paar Tools rausgepickt. Zum einen ist das Tool Audacity. Das gibt es für Linux, Windows und macOS. Dann das Tool. Das Tool Übercaster, was leider nur auf dem Mac zugänglich ist, was wirklich schön gemacht ist und auch leicht zu bedienen. Genau. Und ein Pendant zu Übercaster für Windows ist der Cast Blaster. Allerdings muss man dazu sagen, Cast Blaster ist nicht umsonst, also auch nicht mal Open Source, so wie wir es sonst immer halten. Aber es gibt einfach sonst nichts Vergleichbares für Windows. Aber ihr werdet auch gleich sehen, warum die meisten Podcaster Mac-Nutzer sind, weil die Programme für einen Mac einfach sehr viel besser und sehr viel einfacher sind. Zumindest, ja, was das Handling angeht. Ja, da werden wir wieder mal sehen, wieso Drag and Drop nicht nur ein Schlagwort ist, sondern wirklich Funktionalität bedeutet. Und jetzt viel Spaß bei unserem Clip. Ihr das von uns gewöhnt seid, bin ich schon mal auf die Audacity Homepage gesurft. audacity.sourceforge.net. Dort könnt ihr das Betriebssystem unabhängige Audio-Editor-Programm laden. Das heißt für euch, ihr könnt es auf macOS, Windows oder Linux benutzen. Für alle Unix-User, ihr könnt es einfach über die Paketverwaltung installieren. Das haben wir bei Ubuntu auch so gemacht. Ich habe ihn schon mal für euch runtergeladen. Da geht ihr einfach Download Audacity oder die Beta-Version, die neuere. Und hier findet ihr auf der anderen Download-Seite erstmal ja auch eine Online-Hilfe sowie den MP3-Encoder, solltet ihr Daten, die ihr bearbeitet haben, als MP3s speichern wollen und nicht als WAV oder anderes. So, ich habe Audacity auch schon mal installiert. Und so schaut das Programm aus. Audacity sieht auf allen Plattformen gleich aus, das ist das Schöne. Völlig egal, man muss sich nicht umgewöhnen. Man sollte am Anfang einige Einstellungen treffen. Diese finden wir unter Bearbeiten, Einstellungen. Wir fangen mit Audio, Eingabe und Ausgabe an. Dort können wir das Wiedergabe sowie das Aufnahmegerät einstellen. Und dann, sollte man mehrere haben oder vielleicht mehrere Mikroeingänge, kann man hier natürlich auch Stereo und verschiedene Kanäle einstellen. Dann hat man hier eine Qualität, die man auswählen kann. Dateiformate, wie gesagt, ich habe den MP3-Codec nicht geladen, aber hier könnte man auch MP3 nehmen. So, dann hat man hier das Verzeichnis, was hingespeichert wird, das Interface kann man noch bearbeiten, dass es besser aussieht, alles kann man sozusagen machen. So, wenn ihr jetzt ganz normal einen Audio-Podcast macht, dann könnt ihr einfach hier Mikrofon auswählen,
drückt auf Record und legt einfach los. Da wir leider hier in der Virtual Machine sind, geht es mit unserem Mikro nicht so gut. Deswegen seht ihr jetzt keine Tonspur. Völlig egal, für euch gilt's, so funktioniert's. Dann könnt ihr einfach hier auf Stopp drücken und seid mit der Aufnahme fertig. Dann habt ihr hier eine Welle, die werdet ihr gleich sehen. Ich hätte zu meinem jetzigen Projekt einfach eine neue Datei. Dafür gehe ich auf Projekt Audio importieren. Und auf meinem Desktop liegt die Kick the Cat Audio-File als MP3-Format. Importieren von MP3s ist überhaupt kein Problem. Nur zum Abspeichern braucht ihr eben den Codec. Da die meisten Audio-Files Stereo sind, werden wir jetzt auch gleich zwei Tonspuren haben. Sollten die sich unterscheiden, dann wissen wir, dass unterschiedliche Töne von linken oder rechten Boxen kommen. So, wie wir das hier sehen können, wenn ich ein bisschen runter scrolle, haben wir hier den Kick the Cat. Kann man Namen ändern, alles Mögliche. Und man kann hier einfach mal reinhören. Fangen wir mittendrin an und gehen auf Play. So, wie ihr gesehen habt, kann ich einfach ganz normal die Musik mir anhören und sagen, okay, ja, das ist genau der Punkt. Ich nehme das bis hier hin und möchte einen Effekt adden. Beispielsweise, das ist mir zu langweilig, ich möchte, dass es ein bisschen poppiger ist und dafür ändere ich die Geschwindigkeit. Ich gehe einfach mal, sagen wir mal, das sollte nicht zu wenig sein, gehe mal 40% drauf, dann machen wir gleich eine kleine Veränderung, es wird neu kodiert und zack, ist es schon mal kürzer. Jetzt steigen wir wieder ein, ganz normal von vorne. Und wie ihr hören könnt, ist es jetzt deutlich schneller geworden. Fast unerträglich schnell. Man kann natürlich auch, wie man bei das Audio-Editoren gewöhnt ist, man kann sich hier Teile rausschneiden. Sagen wir mal das hier. So, und das edite ich einfach hier in meine Mono-Tonspur und dann habe ich hier vorne einen Teil. So, das Ganze möchte ich jetzt unterlegen mit beispielsweise mit einem Echo. Dafür kann ich hier die Verzögerung und die Dämpfung einstellen. Kann es mir auch mal Probe anhören. Wie wir es gehört haben, war da ein leichtes Echo zu hören. Dann möchte ich, dass es ein bisschen langsamer ist beispielsweise. Also da stehen euch alle Türen offen, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wie gesagt, da müsst ihr selber rumprobieren. Audacity ist kostenlos und einfach zu bedienen und vielleicht auch eine nette und einfache Methode, einen Audio-Podcast zu erstellen. Ich zeige euch jetzt CastBlaster, die Methode, einen Audio-Podcast auf Windows aufzunehmen. CastBlaster ist leider nicht umsonst, das heißt, ihr müsst ein bisschen Geld investieren. Aber ihr könnt eine Trial-Version bei www.castblaster.com beziehen und diese ein bisschen ausprobieren. Installiert wieder ganz normal über ein Setup und danach starten wir einfach den CastBlaster. Wie gesagt, wir nehmen auch die Trial-Version her und wie ihr sehen könnt, sieht das alles sehr nach Windows aus. Viele Knöpfe, auf die man natürlich draufdrücken kann. Player als Überschrift. Diese Player bedeutet natürlich auch Player, das heißt, wir haben hier auch im Mixer einen Lautstärkeregler. Das heißt, wenn ich ihn nach kompletten Hürde drücke auf CastBlaster, hören wir leider keinen Sound. Schiebe ich den Regler ein bisschen nach oben und drücke auf irgendwas anderes. Haben wir ein unglaubliches Sounderlebnis. So, das ist auch der Sinn der Sache. Wir möchten ja quasi eine Radioshow oder irgendwas ähnliches publizieren und dafür sind solche Mixer nicht schlecht. Hier habe ich noch mein Mikrofon und hier meine Headphones. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, Headphones aufzuhaben, weil man sonst ständig sein Mikro und sein Sound, der über die Headphones kommt, quasi sich überschlagen und sich das einfach scheiße anhört. Hier kann ich bei diesen freien
Flächen kann ich noch weitere Buttons adden oder beziehungsweise Musiken adden. Wenn ich hier mit Rechtsklick draufklicke, auf Open gehe und dann beispielsweise aus meinem Desktop, wie hier Kick the Cat, Blow Me auswähle, das ist auch von GarageBand und Podsafe, wie die anderen Songs hier auch. Ich sehe, es ist 5 Minuten 4 Sekunden lang. Ich kann auch mittendrin anfangen, das ist völlig egal, wie es beliebt. So, jetzt fange ich mal an mit meiner Show. Dafür möchte ich mit dem Player anfangen. Fange bei Drück auf Talk, das heißt, ich bin jetzt on Air, hier bei Recorder könnt ihr es sehen. Und drück auf Record. Los geht meine Show. Die Trial-Version ist auf 10 Minuten limitiert. Das interessiert mich jetzt aber relativ wenig. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Tino von Digital Upgrade. Und ich begrüße euch bei meinem Super Radio, der nur Top- und Podsafe-Songs spielt. Wir fangen gleich mal mit einem richtig geilen Song an. Und zwar Kick the Cat. Blow me. Viel Spaß dabei und schon geht's los. Natürlich können wir uns jetzt stundenlang anhören, aber wir möchten ja wieder weitermachen. Ich mache einen langsamen Fade-out. Und da bin ich wieder. Das war Kick the Cat mit Blow Me. Und weiter geht's bei der Show. So, ich drücke auf Stopp, habe meinen Teil aufgenommen. Wie ihr gesehen habt, geht es ruckzuck. Jetzt muss ich nur noch auf Edit klicken. Da kann ich ihn bearbeiten. Ich kann den Start anfangen. Ich kann es mir nochmal anhören. Ich kann sagen, ich möchte irgendwo mittendrin anfangen, irgendwo mittendrin aufhören. Dann gehe ich auf Describe und fülle hier diese Sachen aus. Ist jetzt völlig unrelevant. Hier kann ich noch ein anderes Bild auswählen. Ganz einfach. Wie wir es bei Windows kennen, öffnet sich ein Dateifenster. Und danach klicke ich auf Publish und drücke auf Save As. So, jetzt speichere ich es auf dem Desktop. Nenne es Show 13 Part. Und zack, wie ihr sehen könnt, ist hier schon das MP3 erstellt worden. Wenn ich jetzt unter Configure die ganzen Einstellungen richtig eingestellt habe, ich habe die voreingestellten Einstellungen gelassen, die passen meistens. Und hier noch einen Server, die Adresse und den User sowie das Passwort eingebe, kann ich es bei Podshow direkt adden. Klicke dann natürlich bei Publish Upload to Server. Und wenn Upload unsuccessful kommt, heißt es, scheiße, ihr habt was falsch eingestellt. War aber klar, hier adden wir auch nicht bei Podshow, sondern bei iTunes. Und jetzt zum Übercaster. Jetzt habt ihr gerade den Cast Blaster gesehen. Und vielleicht denkt ihr euch, wow, das ist ein cooles Programm. Gibt sowas auch mit einem schönen Interface? Ja, das gibt es. Allerdings nur für den Mac. Und das Programm heißt Übercaster. Ihr werdet euch vielleicht denken, Übercaster, was ist das für ein blöder Name? Aber wenn man im Englischen vor irgendwas übersetzt, heißt es aber wie ganz toll und das Allerbeste. Und so sehen wir den Übercaster auch. Bei der Auflösung natürlich etwas groß. Und wir sehen schon, es sieht toll aus. Hier sehen wir unser Mikrofon als Soundquelle. Und wir können uns die jetzt hinschieben, wo wir den haben wollen. Was sehr nützlich ist, ist der Shortcut. Wir gehen jetzt zum Beispiel hin und sagen, hier, Set Shortcut. Ich nehme jetzt eine Taste, zum Beispiel das Q. Und mit der Taste Q kann ich das Mikrofon aus- und einschalten. Wenn es rot ist, ist es ein. Wenn es grün ist, ist es aus. Schon mal sehr toll. So, jetzt habe ich hier noch sehr viel freie Fläche. Mit dieser freien Fläche kann ich tolle Sachen machen. Zum Beispiel schiebe ich das mal auf die Seite und lege mir hier MP3-Dateien rein. Ich habe mir mal aus dem Podsafe Music Network ein paar Songs runtergeladen und dann direkt noch tolle Soundeffekte von Soundseiten besorgt, damit wir eine tolle Radioshow machen können. So, ich mache das mal auf ganze Bildschirmgröße, ordne mir das auch toll an und jetzt habe ich hier meine ganzen, ja, grandiosen Knöpfe. Ich kann jeden dieser Knöpfe auch wieder mit einem Shortcut belegen, um, ja, das Ganze dann einfach über die Tastatur bedienen zu können. Ich bin momentan noch im Prepare-Modus und schalte jetzt rüber zu Record. Wir sehen schon, hier unten ändert sich die Ansicht und theoretisch könnte ich jetzt direkt loslegen. Und ich würde sagen, das machen wir direkt und ich gehe ab in die Aufnahme. Erstmal fragt er mich natürlich, wie soll der Spaß heißen? Ich sage Show 13, mach Save, 3, 2, 1,
Und herzlich willkommen bei meiner grandiosen Radioshow. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Radio, das heißt, ihr könnt mich gar nicht sehen. Das macht aber auch nichts weiter, denn ich spiele euch den ersten tollen Song an und das ist First Date von Danko Jones. Und ihr habt auch den Sinn der tollen Rädchen daneben kennengelernt. Das heißt, ich kann einfach das Rädchen runterschieben und dann mit dem Klick die Abspielfunktion auslösen und durchs Hochschieben. Passe ich die Lautstärke an. Ja, das war es auch von meiner grandiosen Radioshow. Und ich mache noch hier meinen Ausgangssound. Und so viel Game Over. Ja, soweit habe ich erstmal alles aufgenommen. Jetzt möchte ich das vielleicht noch schneiden oder bearbeiten und schalte hier unten einfach um in den Modus Cut. Und wir sehen hier die einzelnen Spuren, was grandios ist. Das heißt, ich habe auch nochmal die Möglichkeit, hier einzelne, Parts zu bewegen. Ich kann Teile wegschneiden. Ich kann ganze Spuren ausblenden, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Und ich kann, wenn ich möchte, noch was hinzufügen. Ich kann hier unten Chapters hinzufügen, die man nachher in iTunes oder im sonstigen, AAC-fähigen Player sehen kann. Und alles ist wunderbar. Jetzt am Schluss, wenn ich alles fertig geschnitten habe und meinen Inpunkt, zum Beispiel setze ich den hier hin, und meinen Outpunkt kann ich irgendwo anders hinsetzen, gesetzt habe, ich am Schluss noch auf Release. Hier kann ich jetzt eingeben, wie der ganze Spaß heißen soll, in was es kodiert werden soll. Ich kann ein Bild einfügen, genauso wie es in CastBuster auch funktioniert. Ich kann meine ganzen Daten eingeben, kann am Schluss hier sagen Upload to a Server, kann mir dann hier meinen FTP-Server auswählen, das Ganze hochladen und die Sache ist mit einem Klick auf Release hier rechts unten gegessen und der Podcast ist online. So einfach kann man seinen Podcast auf dem Mac mit dem Übercaster loswerden oder in die Welt hinaus casten. Und ja, wer nicht GarageBand oder ähnliches benutzen will, ist mit dem Übercaster auf jeden Fall sehr gut bedient. Jetzt habt ihr drei Programme gesehen, mit denen ihr ganz einfach oder weniger einfach euren Ton aufnehmen könnt und daraus einen Podcast machen könnt. Und wenn ihr jetzt nicht einen Mac habt oder einen Mac habt, aber nicht iLife 06 benutzt mit GarageBand und iWeb, was im Endeffekt für jeden Podcaster das Übertool ist, dann braucht ihr noch andere Programme, mit denen ihr eure Feeds erstellen könnt. Richtig. Und Calculator, also der Taschenrechner oder Clock von Windows, wird euch da nicht viel helfen. Selbst wenn man damit Hours or Minutes Fun haben kann. Or not. Genau. Genau, und dafür haben wir euch noch zwei andere Programme rausgesucht, mit denen ihr halt den Feed erstellen könnt, das Ganze verwalten könnt, den Feed hochladen könnt und auch die Dateien hochladen könnt. Das alles in einem Arbeitsschritt, ohne jetzt nochmal ein extra FTP-Programm anzuschmeißen. Und das ist zum einen der Podifier, den es für Windows und für den Mac gibt. Pendant dazu ist Easy Podcast, gibt es auch für Windows und Linux. Wenn man jetzt, wie man hier sehen kann, einen MP3-File erstellt hat, möchte man das natürlich hochladen. Und dazu zeige ich euch als erstes den Podifier. Normalerweise fragt der Podifier beim Start nach einer E-Mail-Adresse. Die kann man dort eingeben. Wenn man das Häkchen drunter nicht setzt, bekommt man auch keine weiteren E-Mails. Ich habe schon mal ein paar Sachen eingetragen. Und zwar lade ich heute eine Ausgabe des Tooltips. Und das ist die Abteilung vom Maccast, die ich mache. Also wenn ihr das mal hören wollt, schaut auch mal vorbei bei www.maccast.de oder sucht den Maccast in iTunes. Und ist natürlich nur interessant für Leute, die auch einen Mac haben. So, ich habe hier gesagt, der Titel ist Tooltip. Ich habe eine URL eingegeben, wo man den Tooltip alleine finden kann. Jetzt momentan habe ich hier nichts Besonderes eingegeben, sondern nur als Description, also als Beschreibung, das Wort Test. Hier die restlichen Felder habe ich auch ausgefüllt. Hier die Feedbase-URL ist insofern unterschiedlich zur Site-URL. Wenn ihr zum Beispiel euren Feed bei unter Adresse Schrägstrich Podcast liegen habt, dann müsstet ihr hier Schrägstrich Podcast Schrägstrich eingeben und am Schluss noch den Dateinamen des eigentlichen Feeds. So, ich mache hier weiter und habe jetzt hier die Möglichkeit, MP3-Dateien auszuwählen. Hier wähle ich jetzt das MP3 aus, die Folge 2, klicke das jetzt an, um die Daten zu bearbeiten. Der Dateiname wird mir schon reingeschrieben, in dem Fall kann ich sie einfach rausnehmen und es wird automatisch die Dateigröße ermittelt. So, ich schreibe eine kleine Beschreibung rein. Das ist natürlich normalerweise sinnvoll, da irgendwas reinzuschreiben, worum es denn ungefähr geht.
Ich mache weiter. So, an dieser Stelle kann ich jetzt meine FTP-Server-Einstellungen eingeben. Zum Beispiel hier in dem Fall hier meinen Server, meinen Benutzernamen, das Passwort und in welches Verzeichnis hochgeladen werden soll. Wenn ihr hinter einer Firewall sitzt und das Ganze noch nicht funktioniert, solltet ihr den Passive Mode einschalten. Der funktioniert allerdings nur unter Windows, warum auch immer. Das Ganze hier mit Remember am besten speichern, dann müsst ihr das Passwort nicht wieder eingeben. Und wenn ihr das Ganze nur auf die Festplatte gespeichert haben wollt, lasst die ganzen Felder leer und setzt das Häkchen bei Skip FTP. Ich mache jetzt Next. Und mein Podcast wird hochgeladen. Ich sehe hier auch eine Prozentanzeige, wie lange es noch dauert, also wie viel Prozent schon hochgeladen wurden. Da die Datei nur 1,2 MB hat, geht das recht fix. Und es wird gleichzeitig die MP3-Datei und der Feed selber, also die XML-Datei, in dasselbe Verzeichnis hochgeladen und die Verlinkung stimmt dann auch gleich. So, jetzt Wrap, sagt er mir, also es ist fertig und er zeigt mir auch gleich den Link zu meinem wunderbaren Feed an. Ich mache das Ganze mal auf. Damit es schöner aussieht, habe ich es nicht im Firefox, sondern im Vlog aufgemacht. Und ihr seht schon hier, könnte ich es direkt anklicken. Und er würde mir das Ganze dann abspielen, wenn ich es jetzt hier in meinem Windows Media Player öffnen würde. Das möchte ich jetzt in dem Fall nicht. Allerdings kann ich mir den Feed auch einfach direkt in meinen normalen Podcatcher reinkopieren. Das ist eigentlich alles, was man zum Podify wissen muss. Man kann über den vorher gezeigten Screen, den wir jetzt hier nochmal sehen, weitere Episoden hinzufügen und dann werden noch immer nur die neuen Episoden und der aktualisierte Feed hochgeladen. Soviel zum Podify und weiter geht's mit Easy Podcast. Die Entwickler von Easy Podcast lassen sich auf ihrer Seite darüber aus, dass Easy Podcast auch auf Linux funktioniert. Da das Ganze in Python geschrieben ist, ist das theoretisch auch gar kein Problem. Ich habe es allerdings nicht hinbekommen, da nirgendwo auch steht, wie es funktionieren sollte und es von der aktuellen Version nicht mal den Quellcode gibt. Deswegen zeige ich euch Easy Podcast jetzt erstmal auf Windows, wenn es jemand von euch schafft, weil ich möchte ja nicht bestreiten, dass ich einfach nur zu dämlich war, das Ganze auf Linux zu installieren, der soll mir das bitte mitteilen, dann reiche ich das natürlich auf jeden Fall nach. So, ich starte jetzt mal Easy Podcast. Das GUI sieht genauso aus, wie es unter Linux auch aussehen würde. Und ich habe hier gleich ein, ja, 3-Spalten-Layout. Ich kann jetzt hier eine MP3-Datei auswählen. Diese würde allerdings nachher nicht hochgeladen werden, sondern von dieser werden nur die ID3-Tags ausgelesen. Wenn ich das allerdings per Hand machen möchte, kann ich auch auf Tools, Options gehen und mir dann hier in die verschiedenen Felder die verschiedenen, ja, Dinge einzutragen, die normalerweise Easy Podcast aus der MP3-Datei ziehen würde. Also man kann hier auch mit den sogenannten Makros oder Platzhaltern arbeiten und dann würde das Ganze einfach ersetzt durch das, was im jeweiligen Tag steht. In Feed-Optionen kann ich das Ganze auch nochmal machen. Ich kann hier bestimmte Titel vergeben und verschiedene Beschreibungen eingeben. Das muss ich natürlich auch nicht über Platzhalter machen, sondern kann das genauso gut über ganz normale, hart gecodete Eingaben machen. Am Schluss sind noch die Upload-Settings wichtig. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte es über einen FTP-Account hochladen, gebe da die Daten meines FTP-Accounts ein, gebe noch ein, wo das Ganze nachher im Browser zu erreichen ist, speichere ab und das war's. Jetzt gehe ich auf den zweiten Schritt und sage, ich möchte eine Datei hinzufügen. Ich habe auf dem Desktop schon eine abgelegt. So, und jetzt sage ich am Schluss Create RSS. Ich könnte hier natürlich noch mehr Dateien hinzufügen, aber das reicht fürs Erste. So, jetzt fragt er mich, wie soll die Episode heißen? Ich benenne die hier mal. Ich kann jetzt hier noch eine schöne Description eingeben, dass man später auch erkennen kann, worum es geht. Sag okay. Und soweit, so gut. Jetzt gehe ich zu Step 3, File Uploading. So, ich möchte natürlich, dass im Endeffekt auch meine MP3-Datei ausgewählt wird. Das Ganze ist soweit fertig und ich sage Send. So, das Ganze wird jetzt auf den Server hochgeladen. Das dauert natürlich, abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit und der Größe der MP3-Datei, etwas. Und sobald das Ganze hochgeladen ist, wird hier unten in dieser Zeile der Link zum RSS-Feed angezeigt. Leider macht Easy Podcast hier einen Fehler. Wenn man eine Subdomain hat, wird diese anscheinend nicht übernommen. Wir sehen es hier, es ist was schiefgelaufen, eigentlich müsste davor noch was stehen. Und der Feed sieht aber im Endeffekt nachher genauso aus, wie der Feed, den Podify erstellt und funktioniert auch genauso gut. Soviel zum Thema Easy Podcast und wie gesagt, wenn jemand von euch rausfindet, wie man Easy Podcast auch unter Linux zum Laufen bekommt, sagt mal bitte Bescheid, weil das würde ich selber gerne wissen, würde es natürlich auch gerne für alle Linux-User nachreichen. Wenn ihr unserer Anleitung bis hierher aufmerksam gefolgt seid, habt ihr jetzt euren ersten Audio-Podcast erstellt.
den ersten Feed erstellt und mit einem Management-Tool könnt ihr diesen Feed jetzt auch gut verwalten. Aber ihr wollt natürlich den Feed nicht nur für euch erstellen, gut, vielleicht schon. Aber generell ist der Sinn von Podcasts, dass man einen Drang verspürt, sich mitteilen zu wollen. Genau, und das kommt ja auch schon vom Wort, das ist ja eigentlich vom Wort Broadcast, also veröffentlichen, verbreiten, kommt. Deswegen ist es klar, den Podcast möchte man broadcasten. Genau, und wie kann ich jetzt meinen Podcast verbreiten? Oder wie kann ich den Podcast finden? Ja, man muss ihn in ein großes Podcast-Verzeichnis eintragen oder man durchsucht ein großes Podcast-Verzeichnis, um einen zu finden. Und das ist zum Beispiel das allererste Anlaufstelle der iTunes Music Store von Apple. Klar. Er heißt zwar Store, also iTunes Music Store, und man benötigt iTunes dafür. Es bedeutet aber nicht, dass man jetzt für Podcasts was zahlen muss oder für das Einstellen von Podcasts. Gut, für einige Clips muss man was zahlen, aber das ist die Vielzahl ist... Das ist die Ausnahme, genau. Kann man einfach so sagen. Also ihr installiert euch iTunes, geht in den iTunes Music Store und da gibt es die Rubrik Podcasts. Und dafür hat man jetzt viele große Knöpfe. Und angenommen, man sucht einen Videopodcast, klickt man auf den Button Videopodcast. Und was sieht man da? Videopodcasts? Genau, aber vielleicht nur 50 oder 100 Stück. Und meint dann, das war's. Super. Genau. Und es sind nicht mal alle davon Videopodcasts, sondern teilweise sind da auch Audiopodcasts, aber warum auch immer. Ja, der Punkt an der Sache ist, dass man aber nicht nur dort Videopodcasts findet, sondern... Richtig, es gibt natürlich auch eine Featured-Suche, wo ihr quasi den speziellen Bereich angeben könnt und diesen Bereich könnt ihr dann durchsuchen. Das ist natürlich viel einfacher, wenn ihr sagt, okay, ich weiß, mich interessiert Technik und ich würde mir jetzt da gerne mal nur Technik-Podcasts anschauen, dann bekommt ihr da auch keine Informationen zu irgendwelchen Promis, die sich irgendwo wieder mal dargestellt haben. Genau. Ja, als andere Möglichkeit gibt es, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, und zwar die Website www.podstar.de. Das ist eigentlich das größte deutsche Portal, wo ihr euch natürlich auch eintragen müsst. Und dort werden die Feeds auch automatisch aktualisiert. Das heißt, wenn ihr einen neuen Podcast rausbringt, also eine neue Show, dann seid ihr mal wieder recht weit oben im Ranking. Genau. Podstar und der iTunes Music Store haben zusätzlich noch eine extra Funktion, und zwar sie zählen eure Abonnenten. Das heißt, wenn ihr über Podstar oder über den iTunes Music Store einen Podcast abonniert, wird zum Beispiel im iTunes Music Store eine bestimmte Zahl angezeigt, dass es so populär ist, weil so viele Leute es schon abonniert haben. Oder dasselbe ist bei Podstar, da könnt ihr auch wirklich in Zahlen sehen, wie viele Leute das abonniert haben. Und das bietet euch, wenn ihr den normalen Feed einfach so in die Welt rausblast, seht ihr das natürlich gegebenenfalls dann nicht. Richtig. Gut, sind doch ein paar schöne Möglichkeiten, seinen Podcast zu finden oder finden zu lassen. Aber wir wären nicht Digital Upgrade, wenn wir nicht ein Firefox-Plugin hätten. Also, den haben wir natürlich nicht wir erfunden, aber es gab Leute, die hatten wohl dasselbe Problem und wollten den iTunes Music Store nicht hernehmen. Deswegen nehmen sie den Firefox her und den könnt ihr nach dem Clip auch hernehmen. In gewohnter Manier zeige ich euch jetzt den Firefox-Plugin bzw. die Extension, diesmal aber aus Ubuntu Linux. Dafür starte ich meinen Firefox, hier der blaue Weltball, und mittels Quicklink Search bin ich gleich auf der Podcast-Search-Tool-Seite. Install now. 3, 2, 1, meins. Noch den Firefox neu starten. Und schon ist der Toolbar installiert. Jetzt sehen wir hier eine neue Toolbar, wo man hier auch ganz normal Google Search nehmen kann, aber natürlich auch zwei Podcast Search Engines, wie den Digital Podcast, wo wir uns jetzt registriert haben, vielleicht findet man uns irgendwann mal, oder den Podcast Search Service. Das Problem ist, leider diese Seite ist amerikanisch bzw. englisch und wir als deutsche Podcasts haben da ein kleines Problem. Ich wähle trotzdem mal Digital Podcast und suche mal nach einem anderen bekannten Technik-Podcast, Command-N, und wie ihr sehen könnt, zack, zweiter Treffer, Command-N, H264 Format. Das ist doch wunderbar. Wenn alles glatt läuft, findet man auch bald Digital Upgrade bei Digital Podcast. Natürlich gibt es hier noch weitere Sachen. Man kann sich hier einen E-Mail-Notifier einstellen. Ganz einfach, wie es beim E-Mail-Account auch ist. Man addet einfach einen Account und dann kann man einen Sound abspielen, wenn was Neues da ist. Des Weiteren gibt es hier eine Cast-Info. Da sind verschiedene Podcast-Seiten aufgelistet.
die man durchsuchen kann, beziehungsweise Foren, wo man mit anderen Podcast-Viewern chatten kann. Und natürlich Castlinks, auch bekannte Podcast-Seiten, wie zum Beispiel Podcast Alley. Das klicke ich mal an. Und wenn ich hier nach unserem Lieblingspodcast Digital Upgrade suche, werde ich sogar fündig. Wie ihr gesehen habt, ist das Podcast-Tool ganz toll und erwartet euren Firefox wieder mal super. Wenn jetzt von eurer Seite noch irgendwelche Fragen offen sind zum Thema Podcast generell oder zu speziellen Programmen oder zu speziellen Funktionen oder Abläufen, könnt ihr das natürlich gerne in unserem Forum posten, das ist keine Frage, da stehen wir natürlich auch Rede und Antwort. Allerdings gibt es eine ganz tolle, eingangs schon erwähnte Seite, und zwar ist es podcast.de. Und da findet ihr wirklich alles Mögliche, seien es große Podcast-Verzeichnisse. Ja, alles, was für Tools man verwenden kann, Definitionen von irgendwelchen Begriffen, die einem jetzt nicht einfallen, oder wenn ihr sagt, okay, ich habe das jetzt hier schon ein bisschen verstanden, ich würde mich aber gerne noch weiter informieren, dann ist das eure Anlaufstelle. Also das ist auf jeden Fall, das ist jetzt kein Verzeichnis an sich, sondern es ist halt im Endeffekt wirklich eine reine Informationsseite, aber sehr gut gemacht und ja, sehr übersichtlich und einfach super. Was ganz wichtig ist, wenn ihr einen Podcast macht und Musik spielen wollt. Klar, was generell, wenn ihr Sachen vorstellt, die irgendwie urheberrechtlich geschützt sind, das ist das Problem überall auf der Welt, dass viele Leute sich da einen Gag draus machen und halt sich unlizenziert bereichern. Und das Problem habt ihr natürlich auch bei Podcasts, dass wenn ihr sagt, okay, wir würden gerne Musik spielen, dann sollte die natürlich auch irgendwie entweder urheberrechtlich frei sein oder ihr bezahlt halt einen gewissen Betrag, dass ihr eben die Lizenz in dem Fall habt. Beide Möglichkeiten gibt es. Genau. Und zum einen könnt ihr gehen auf music.podshow.com. Genau, das ist das sogenannte PodSafe Music Network, weil wir sie vielleicht schon gehört haben. Und dort gibt es für Podcaster, also man kann sich als normaler User dort auch mit Musik versorgen, aber als Podcaster kann man das Ganze dort umsonst machen. Das heißt, man lädt sich Musik runter von Bands oder Künstlern, die gesagt haben, ich bin damit einverstanden, dass diese Musik in Podcasts gespielt wird. Und ja, es gibt auch sehr viel bekannte Musik und auch sehr viel gute Musik und das Ganze, das sind aber tausende von Songs drin und das lohnt sich auf jeden Fall. Und als Alternative dazu gibt es noch GarageBand.com. Genau. Ist im Endeffekt dasselbe. Man kann dort Musik auch kaufen, aber man kann als Podcaster Musik dort auch sich rein, in seinen Podcast reinladen. Wenn man jetzt Geld dafür bezahlen möchte, weil man jetzt zum Beispiel den neuesten Shakira-Hit spielen will, kann man das machen. Man muss an die GEMA-Gebühren zahlen. Allerdings sind diese Gebühren im Gegensatz zu normalen Gebühren für Podcaster relativ gering, aber trotzdem für einen normalen Podcast zu groß. Also da würden die Gebühren für so einen blöden Hit, da könnten wir uns zwei Kameras verkaufen. Und von daher ist es einfach nicht sinnvoll, es sei denn, man möchte das Geld zum Fenster rausschmeißen. Wenn man das möchte, kann man natürlich auch einfach Premium-Member bei uns werden. Richtig, natürlich. Oder uns einfach unterstützen, indem man ein bisschen Geld donatet. Genau. Also so viel zum Thema Podcast für diese Show. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder? Nee. Und bleibt uns treu. Und ihr wisst ja, die nächste Show ist die beste Show. Ganz, ganz ehrlich.